damit herzlich willkommen an alle Chicos und verschissenen Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start und diese Ansage war vollkommen diskriminierend. Was aber auch daran liegt, dass, ich keine Frau bin. Naja. hoppala, jetzt habe ich auch gesehen, was sie bewegt, deswegen hört sie jetzt wahrscheinlich gerade ein bisschen blöd an. Bleib ruhig, Brauner, ruhig. Okay. Das Lustige war, letzte Folge musste ich zweimal hochladen. Aus dem einfachen Grund, weil ich aus den Daten aufgesprochen habe, die euch nichts angehen. Das habe ich auch erst zu spät bemerkt. Deswegen musste ich nochmal hochladen und dann ist jetzt auch ein bisschen länger, weil da noch ein paar Minuten noch dazugekommen sind. Palaba, palaba, scheiß doch mal der Hund jetzt drauf. Ich hoffe, dass ich jetzt mal die letzten. Ja, sieht so aus wie 1, 2, 3, 4 Level. Fällt da oben in der Ecke noch einer. 5 Level jetzt in einem Rutsch schaffe. Aus dem einfachen Grund, weil wir uns dann nämlich langsam auf das nächste Spiel konzentrieren können. Und freue ich mich schon ganz riesig drauf. Auch ein paar andere freuen sich schon drauf, was ich vorhabe. Und dann habe ich auch eine kleine Überraschung, wenn das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Schauen wir mal. Ansonsten wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß und wir starten mit das Bohrgebirge. Boah, Bohrgebirge ist mir allerlei. Laden. Aragorn. Ja. Der Schatten hat mich vergiftet. Mach doch keinen Scheiß. Bring mich zu den Warden. Hä? Sonst sterbe ich. Jo. Zeig mir, wo sie sind. Folgt der Schlucht zu den großen Wasserfällen. Aber da, fall nicht. Wer bist du eigentlich? Ja, das. Man nennt mich Murtag. Ich bin dein neuer Partner, Drachenreiter. Durzas Magie. Okay, cool. Und so zogen die Helden auf der Suche nach den Warden durch das Bohrgebirge. Ich bin ein Partner. Okay, whatever. Dann müsste ich mal zu einem großen Konzernchef gehen und sagen, ich bin jetzt dein Partner. Was für ein Zufall, dass du in Gilead warst. Was für ein Zufall, dass er schwul steht, schwule Haare hat und wahrscheinlich auch noch schwul riecht. Ich habe keine Ahnung. Ich fühle mich ziemlich sicher in seiner Gegenwart. Schön hier. Fällt mir. Schön, dass man. Das ist auch super jetzt in solchen Momenten, dass man hier so eine Kamera schwenken kann und sowas. Dass man sich die Landschaft schön angucken kann. Finde ich super. Finde ich gut. Geil, der eine hat eben gerade nur einen. Die beiden haben eben gerade nur einen Schuss in den verfickten Kopf gebraucht. Und ich hau jetzt gerade mit dem Schwert ein wie ein Blöder. Bam! Kannst ja gar nichts! Drache! Make it real! Bam, in your face, da krieg ich die Punkte, da krieg ich die. Da ist ein Gegner, Mutag, da ist ein Gegner, Mutag, da ist ein Gegner, baller doch drauf, Mutag, Mutag, baller drauf. Du kämpfst gut, Mutag. Der hat gar nichts gemacht. Ich hab ihn getötet und er kriegt die Lorbeeren dafür, oder was? Pam, 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 pam. Okay, wir haben einfach nur drauf und machen schnell weiter. Kontrollpunkt! Yeah. Es ist zu tief. Ich bin kein Schwimmer. Ich zeig dir noch eine Drachenreiterfertigkeit. Magie kann echt sehr praktisch sein. Deine Mutter kann sehr praktisch sein. Ist das ein Hebel? Ich nehme das mal als Nein. Ach so, das ist sowas hier. So, machen wir es mal schnell jetzt hier. Alter, wie viel soll es denn noch werden? Pam, 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 pam. Oh, meine. Pam, 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 pam. Tam, tam, pam. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Auch meine. Pam, pam, pam.
Das war jetzt eigentlich sowas von nicht geplant. Und nochmal B. Bam! Oh, cool. Los, gib ihm! Aber nicht auf die ich haue. Das sieht so Anfänger-Style-mäßig aus. Jetzt A. Und nochmal A. Jetzt lass mich in Ruhe liegen. Vor allem, wie schön dann auch alle warten, bis ich da fertig bin. Schwing dein Ding mit dem Schokoring. Du bist der Schokodog. Was ist das denn jetzt? Yeah, Slow Motion Kill. Alright, baby. Ich habe auch einen Überraschungsgast. Was ist mit deiner Vergangenheit? Meine Familie fiel den Soldaten des Königs zum Opfer, als ich noch klein war. Toddy? Das ist so. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier rüber klettern. Ja, Mr. Bean. Geh mal mit Toddy. Jetzt mal kurz zur Seite hier. Creepy! Okay, weiter geht's. Dunkle Höhle! Ach, gut, dass ich alles sehen kann. Schwingen, nein, nein. Was ist richtig? Also zurück komme ich jedenfalls nicht mehr. Soll heißen, ich bin richtig. Ach so. Miaut! Die müssen immer dann miauen, wenn ich eine Aufnahme mache. Den ganzen Tag halten sie die Fresse und dann. Auf den Klippen! Schützen! Urgals von allen Seiten, Saphira, Hilfe! Ich vernichte sie! Ja, make it real, Saphira! Hätte ich gerne auf! Bam! Ja, mach mal hin damit. Was soll das denn heißen? Ich mache hier die meisten Kills. Das sieht so unbeholfen dumm aus. Mit B. Und mit B. Ja, gar kein Problem. Saphira, du kannst ruhig ein bisschen Feuer sparen, ist gar kein Problem. Mach ich wirklich nichts dagegen. Alter, nur weil du schwul bist. Deine Mutter schwitzt beim Kacken und ich schau zu. Einfach nur, wie schön geil Saphira aussieht. Aber leider mit diesen Lederhäuten. Du mieses Arschloch von einem Murtag. Komm, wir gehen weiter. Komm her. Wo willst du denn hin? Ach so. Da. Okay, dann gehen wir mal weiter und holen mal gleich die neue Gefahr ab. Watsche. So, jetzt geht's ein bisschen schneller. Ich habe von Drachen geträumt, aber das waren wohl Albträume. Halt!
Stimmt eigentlich, wenn wir jetzt da runterkicken? Ich finde das immer auch am lustigsten. Aber zieh, ne? Ki? Hast du sowas schon gesehen? Was denn gesehen? So Landschaft, nein! Der Außenwelt. Da ist nein! Das ist nein! Wer sei? Nein, das ist nein! Ich seh's doch! Ich seh's doch! Ja, dann machen wir es ganz schnell und eiskalt. Gar kein Problem. Und dem gleich das Schwert hinterher. Dann springen wir hier hoch, kicken ihn zum Teil runter oder auch nicht. Und dem haben wir jetzt auch noch das Schwert drin. Ganz billig taktikmäßig hier. Aua! Aua! Und tschüss, und tschüss, du auch noch hinterher. Nein, die Serie ist was aus. Und du noch hinterher, und du noch hinterher. Und davon irgendwer hinterher. Jawohl, gleich alle beide hinterher. So, kann ich jetzt weiter? Okay, das wusste ich jetzt wirklich nicht, Leute. Das gehört mir. Wer das Ei? Ich will Eier. Bam, 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 bam. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, mit A, B gleichzeitig gedrückt halten, nimmt man die irgendwie. Wisst ihr? Knacks, knacks, knacks. Erstmal ein schnelles. Kipp um. Gib ihm Montag. Okay, keine Ahnung, was das jetzt heute. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Bams, dann geh auch weg. So, jetzt muss ich kurz gucken. Da oben war das Ei wahrscheinlich. Super, das tötet auch hundertprozentig 30.000 Gegner. Gib ihm! Schöner Headshot. So, ich wollte das Ei holen. Das Ei, ei. Das ist doch jetzt hier. Ei. Und live. Montag hätte es eher gebrauchen können. Aber es ist mir auch weitgehend Schnuppe, weil Montag scheißen schwul ist. Ja, der Bildschirm! Wuhu! Das Biergebirge normal. Von normale. Ach, Entschuldigung. 25, 26, 56, 175, normal. Ja.
Spieltipp: Benutze Geschicklichkeitsschüsse, um Feinde schnell und lautlos auszuschalten. Drücke RT, halte die Taste und anschließend A gedrückt, um Geschicklichkeitsschüsse aufzuladen. Weiter! Jetzt haben wir Urgallager. Hauen wir mal rein, würde ich sagen. Ich hab keine Ahnung, Leute. Null. Oh, das Drachenauge. Vorsicht, junger Freund. Urgallwächter bewachen den Weg. Ordentlich. Lautlos nähern. Sonst alarmieren wir das ganze Urgallager. Das war jetzt doof. Ganz einfach Angelegenheit hier. Mal jetzt nicht so lange rumfuckeln hier. Einfach geben. Tschüss. Bevor. Ja, nee, ist klar. Ja, das ist meins. Entschuldigung, das war nicht geplant. Urgals im Burgebirge. Warum nur? Weil sie es können. Zwei Wächter, beseitige beide ohne Geräusch. Wo denn? Da. Er ist weg. Ziemlich gut für einen Bauern. Tja. Bei uns in Kavahal lernst du mehr als nur kacken. Schuss. Alter, kannst du die Fresse halten, ey? Du bist ein stinkender, schwulender, sich nicht waschender Typ. Ja? Ja genau, verrate unsere Position, hast recht. Boah, direkt durch den Maul durch. Maulmann, ey, Maulmann. Gar kein Problem. Bei Guild Wars könnte ich jetzt hier abbauen. Aber wir sind noch mal nicht in Guild Wars 2 halt. Und so, ne? Bläh. Hat bestimmt keiner gehört. Nee, 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 der hat mir. Verrückter Mongo. Der glaubt echt, der könnte mir alles mal klauen. Weg damit. Oh ja, genau. Hau ihn einfach weg, während ich ihn runterkicken könnte. Bam, bam. So, eigentlich wird's mal Zeit für ein Aragorn Multiplayer oder sowas. Bleib liegen, Arsch! Meine Fresse. Oh, hier kann man hoch. Quer da hoch. Kreisch! Diesmal nicht! In your face! Nice! Hört ab, der Arsch! Guter Schuss für einen Bauernjungen! Ja, was soll denn das? Da kenne ich nix. Ja.
Frag mich, ob uns das Lager bis jetzt gehört hat. Gib ihm, Montag! Okay, nix! Oh, immer in die Klöten, ey. Roundhouse Kick in die Phrase-Leiste! Bam! Bam! Und jetzt nochmal mit B! Wie viele Pfeile habe ich eigentlich? Unendlich viel. Ah, was war das? Schwing ein Ding mit dem Schoko. Ring, das ist der Schoko. Hab ihn! Gar kein Problem, Mutter! Hab ihn, gar kein Problem! Ja genau, warum hat eigentlich mein Pfeil gerade so blau geblinkt? Das ist bestimmt ein Ei. Natürlich ist sie kein Ei, nein. Wäre nur ein super geiles Versteck gewesen. So, jetzt ist aber irgendwie nicht am Blinken. Ah, jetzt aber am Blinken. Boom. Und direkt zu mir geschleudert, ey. Wie kann's besser sein? Gar nicht anders, dummes Schwein. Ich kann rappen. Meine Fresser, jetzt verpisst euch doch mal. Warum konnte ich den jetzt nicht draufhauen? Komm schon, Mutter! Wir sind zwei schwächliche Menschen. Wir besiegen 80.000 Urgeiz auf einen Schlag.